Eigentlich wollte ich über den Ukraine-Krieg nichts mehr sagen und noch eigentlicher, ich wollte gar nicht mehr darüber nachdenken, weil es ist einfach so furchtbar, was da passiert. Und es ist so furchtbar, dass wir so wenig dagegen tun können, dass sich unsere wunderbaren Intellektuellen darüber zerstreiten, welche Waffen man vielleicht noch liefern kann und welche auf keinen Fall liefern kann. Auf keinen Fall Angriffswaffen, nur Verteidigungswaffen. Ich meine, was ist zum Beispiel ein Revolver? Und bei einem Revolver ist es doch so, man kann sich damit verteidigen oder man kann damit einen angreifen. Aber unsere Intellektuellen sind ja so feinfühlig, so sensibel und sie können sich dermaßen in andere Leute, Situationen einfühlen. Sie streiten darüber. Mir wird davon richtig schlecht. Ich finde zum Kotzen. Und deswegen bin ich richtig froh, dass wir heute vielleicht ein anderes Thema haben, was auch kein neues Thema ist, nämlich die Wahlrechtsreform. Die steht mal wieder auf dem Programm und ich will mich dazu nur zurückhaltend äußern, weil ich die nicht so richtig verstanden habe. Also, der Grund ist, wir haben zurzeit, ich glaube, 736 Abgeordnete im Bundestag und wir sollten haben, wenn alle Regeln befolgt würden, 598. Also wir haben über 100 Abgeordnete zu viel. Und das Tolle ist, wie ich neulich gelesen habe, man muss Arbeit für sie finden. Also müssen neue Ausschüsse gegründet werden, damit in diesen Ausschüssen Leute Vorsitzende dieser Ausschüsse werden können und nicht den ganzen Tag irgendwo in der Cafeteria rumhängen oder depressiv werden, weil sie nichts zu tun haben. Gut, das geht ja alles noch. Also, es gibt jetzt einen Vorschlag der Ampel, das Wahlrecht zu ändern, was an sich begrüßenswert ist. Und ich fürchte, ich kann das nicht ganz richtig wiedergeben. Ich habe es dreimal gelesen, immer noch nicht verstanden. Es geht darum, dass aus zwei Stimmen, die man bis jetzt hat, die wir bis jetzt hatten, Erststimme für den Kandidaten, Zweitstimme für die Parteiliste, daraus sollen drei Stimmen werden. Also allein das schaut schon nicht nach Vereinfachung aus, nicht wahr? Sinn der Sache ist die Abschaffung der sogenannten Überhangmandate. Allein das versteht schon kaum ein Mensch. Kurz erklärt, Überhangmandate hat eine Partei dann, wenn sie mehr Direktkandidaten in einem Land hat, als ihr nach der Landesliste Stimmen zustehen. Und dann kriegen andere Parteien, um diese zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit auszugleichen, Ausgleichsmandate. Ich weiß nicht, ob das noch in der Symmetrie der Wahlentscheidung liegt, aber nehmen wir mal an, es ist so. Jedenfalls hat es in den letzten Jahren zu einer Aufblähung des Bundestages geführt. Und jetzt kommt etwas, ich sage es gleich, ich kann es wahrscheinlich nicht richtig erklären, jetzt kommt etwas zum Zuge, das das Problem lösen soll. Und wie immer, wenn man in Deutschland ein Problem lösen will, entstehen mindestens zwei neue. Das hat eine gewisse Dynamik, schon alte Erfahrung. Ich habe ja nur Abitur und Führerschein und für solche komplizierten Vorgänge muss ich immer Harald Welzer zu Rate ziehen. Aber ich will mal versuchen, das einfach auszudrücken. Es kann passieren, dass der Kandidat, der die meisten Stimmen hat, nicht in den Bundestag einzieht, weil seine Partei zu wenige Stimmen hat. Und dann wird der gewählte Kandidat nicht berücksichtigt, er kommt nicht ins Parlament, aber an seiner Stelle kann der Kandidat ins Parlament einziehen, der mit der Ersatzstimme gewählt wurde. Ich weiß, das klingt absurd und ich weiß, man kann es bestimmt besser erklären, aber ich kann es nicht. Was ich noch ergänzen möchte, es gäbe natürlich für das Problem eine ganz einfache Lösung, das Mehrheitswahlrecht, wie es zum Beispiel in England praktiziert wird. Also wer die meisten Stimmen wahlrechtlich bekommen hat, bekommt den Sitz. Ganz einfaches Verfahren. Zu einfach für Deutschland. Das ist dann irgendwie, kommt dann die Verteilungsgerechtigkeit nicht richtig zum Zuge oder irgendwelche anderen Gerechtigkeiten werden verletzt. Mehrheitswahlrecht für uns zu simpel. Und deswegen kommt jetzt statt dem Zwei-Stimmen-Wahlrecht soll das Drei-Stimmen-Wahlrecht zum Zuge kommen. Eine Absurdität sondergleichen, wenn man bedenkt, welche Schwierigkeiten es schon bei der letzten Bundestagswahl gegeben hat. Vor allem in Berlin, wo es nicht genug Wahlzettel gab, wo die Stimmen, Achtung, aufgepasst, nicht ausgezählt, sondern geschätzt wurden. Die wurden geschätzt. Aber wer denkt sich sowas aus, wie dieses Wahlrecht mit drei Stimmen, wo jemand
in den Bundestag kommt, der die Mehrheit hat, aber aufgrund anderer mathematischer Umstände nicht in das Parlament kommen kann, sondern einer, der ersatzweise gewählt wird. Ephraim Kishon hat daraus eine fantastische Komödie gemacht und alle Leute, mich eingeschlossen, hätten gesagt, kann nur in Israel passieren. Nee.